Hallo, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Ratgeber unserer Pluspunkt-Apotheken am Erbischen Tor und Friedeburg. Heute möchte ich Ihnen einiges erzählen zur Aromatherapie. Die Aromatherapie ist ein ganz wichtiger Teil der Naturheilkunde und der Pflanzenheilkunde. In der Aromatherapie werden ätherische Öle eingesetzt. Ätherische Öle sind flüchtige, aromatische Pflanzenessenzen, die einen starken Duft bzw. ein starkes Aroma haben. Die Aromatherapie wurde in der Antike und zu anderen Hochzeiten sehr geschätzt. Und sie fand Anwendung unter anderem als Salbungen, als Umschläge, als Elixier oder als Kräuterauszug. Heute im 21. Jahrhundert suchen viele Menschen ganzheitliche Wege, um mit Körper und Geist im Einklang zu sein. Und das mit Hilfe der Aromatherapie. Ätherische Öle gewinnt man aus verschiedenen Bestandteilen einer Pflanze, so zum Beispiel aus den Blüten, den Blättern, den Stängeln, aus Rinden, Früchten oder auch aus Nadeln. Dazu gibt es verschiedene Verfahren, zum einen die Wasserdampfdestillation, die Extraktion oder auch eine Kaltpressung. Ätherische Öle haben bei uns in der Apotheke eine große Bedeutung zur Empfehlung für unsere Patienten in der Selbstmedikation. Wir können ätherische Öle über verschiedene Wege wahrnehmen. Hauptsächlich geschieht das über unsere Nase, die Nasenschleimhaut und die Riechzellen. Anwendungsmöglichkeiten für ätherische Öle wären dann zum Beispiel Inhalationen, Massagen, Bäder, Einreibungen, aber auch eine Einnahme ist möglich. So wirken ätherische Öle antibakteriell, antiviral, antimykotisch, kühlend, entkrampfend oder auch nur wohltuend. Ätherische Öle können bei ganz unterschiedlichen Befindlichkeitsstörungen genommen werden. So zum Beispiel Lavendelöl bei Schlafstörungen, Pfefferminzöl oder Kümmelöl bei Magen-Darm-Erkrankungen oder Eukalyptusöl bei Erkältungen. Wenn es zu einer Einnahme von ätherischen Ölen kommt, ist es immer sinnvoll, auf standardisierte Fertigpräparate zurückzugreifen. Sie sind sehr gut dosiert und gut verträglich. Es ist auch möglich, mit ätherischen Ölen Räume zu beduften. Das kann erfolgen über Duftlampen, Duftsteine, aber auch über elektrische Vernebler. Das sorgt für Wohlbefinden, Entspannung und gute Laune und begleitet uns auch in unserem täglichen Alltag. Zum Beispiel im Heil- und Pflegebereich, im Wellnessbereich, in der Palliativmedizin, aber auch bei Ihnen zu Hause, als Selbstmedikation, bei Stress oder Erkältung. Es gibt natürlich auch Grenzen bei der Behandlung mit ätherischen Ölen, zum Beispiel bei starken, unklaren Schmerzen, bei Fieber, bei offenen Wunden oder zum Beispiel auch bei Verbrennungen. Dann ist es immer sehr ratsam, sich ärztlichen Rat einzuholen. Ich hoffe, ich habe Ihnen einige interessante Informationen zur Aromatherapie mitgeteilt und möchte mich bei Ihnen mit einem alten persischen Sprichwort verabschieden. Pflanzendüfte sind wie Musik für unsere Sinne. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, Sie bei einem unserer nächsten Ratgeber wieder begrüßen zu können. Auf Wiedersehen.